mit der Taste A fahren wir vorwärts. So. Ja, mit der Taste B können wir bremsen und ihr seht schon, der Gepard läuft nicht so wirklich schnell. Also das ist eine relativ einfache Nummer, hier das Rennen zu gewinnen. Sage ich wahrscheinlich jetzt und verliere es im ersten Anlauf. So. Also den sollte man sich auf jeden Fall holen hier. Es gibt ein paar Tiere hier, die sind optional. Die muss man sich nicht unbedingt holen, um das Spiel schaffen zu können oder durchspielen zu können. Aber der hier ist auf jeden Fall dringend empfohlen. Ah, finde ich sehr nett, dass sie hier so ein kleines Spiel eingebaut haben, ein kleines Rennspiel, einfach um nochmal ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen. So, und da haben wir das Rennen gewonnen. Du hast gewonnen, okay, wie versprochen komme ich mit euch. Charlie, der Gepard, schließt sich der Gruppe an. So, und der ist nämlich ziemlich cool. Jetzt müssen wir auf B, verdoppelt nämlich jetzt das Lauftempo. Jetzt sind wir nämlich mal ein bisschen fixer hier unterwegs. Das ist auf jeden Fall sehr cool. So, wir gehen hier raus. Und sind in einem lilanen Wald. Genau, und dadurch können wir natürlich auch höher springen. Weiter springen, besser gesagt. Ups. Jetzt haben wir uns verwandelt in einen grünen Schleim. Und irgendein grüner Schleim ist zum Jungen geworden und ist vor uns weggelaufen. Raus, ich bin wirklich sehr beschäftigt. So, ja, hier müssen wir jetzt im Prinzip hier hinten auf einer Lichtung ein paar Gefährten treffen. Ja, hey Schleim, warum kommst du nicht und spielst mit uns? Was für Spaß, es ist toll draußen zu spielen. Hey, der Mensch kommt, er ist der Held, schnell renn weg. Oh ja, da ist Amon, vor dem müssen wir jetzt fliehen. Hier rein und unterhalten uns mal mit Mutterschleim. Mamaschleim heißt sie hier. Menschen greifen einen an, einfach nur, weil man ein Ungeheuer ist. Sei vorsichtig. Hm? Du bist nicht Schleim, oder? Eine Mutter kann ihr eigenes Kind von einem Schwindler unterscheiden. Nun, antworte mir. Du musst ein Mensch sein. Du bist einer, nicht wahr? Ja. Oh, das habe ich mir gedacht. Schleim hat sich in die Menschen verliebt. Und wollte selbst einer sein. Ich bin mir sicher, dass der junge Zauberer Klin ihm geholfen hat. Was soll ich tun? Du solltest zu Klin gehen und ihn bitten, dich wieder in deinen Normalzustand zu versetzen. Richte Klin aus, dass ich es gemerkt habe, weil er miserable Arbeit geleistet hat. Geht's. Ja, da machen wir uns jetzt auf den Weg zu Klin. Dabei dürfen wir uns hier nicht von Amon fangen lassen. Der bleibt auch ganz dämlich einfach an so einem Baum hängen. So, das war, glaube ich, der Typ, der hier in dem Häuschen war. Mutterschleimer hat es gemerkt. Nun, schließlich ist sie eine Mutter. War das nicht... Keine Ahnung, konnte ich nicht lesen. Ach so, hatte ich Unrecht, aber Schleim war es wirklich ernst. Er hatte sich in ein Menschenmädchen verliebt. Natürlich versuchte ich, ihn davor aufzuhalten, doch es war ihm so ernst, dass ich mich entschlossen hatte, ihm zu helfen. Ich habe einen Zauber verwendet, um dich und Schleim zu vertauschen. Das habe ich gemerkt. Ich habe es Schleim versprochen. Ich muss meinen Zauber um jeden Preis rückgängig machen. Mutter Schleimer tut mir richtig leid. Und du natürlich. Hey, du hast nur ein wenig Pech, weiter nichts. Ja, das haben wir ja. Ja. So, das heißt, jetzt müssen wir wieder zurück zu Mutter Schleim. Auch wieder vor Amon uns in Acht nehmen. Versteckt. Ich verstehe, er kann also nicht helfen. Dann braucht er Hilfe von einer alten Hexe. Die Hexe ist Klins Meisterin. Sie ist die einzige, die dich eventuell zurückverwandeln kann. Im Wald befindet sich eine sternförmige Lichtung.
Tritt 10-mal auf den Mittelpunkt. Dann kannst du ins Haus der Hexe gehen und sie um Hilfe bitten. Ja, das werden wir auch tun. Wow. Wir müssen jetzt quasi eine sternförmige Lichtung suchen. Und die war meines Wissens hier unten. Genau so, der Mittelpunkt. Zack, und offen ist die Tür. Oh, du bist Schleim. Du riechst wie ein Menschenjunge. Wie ich sehe, hat dich Klim mit dem Formverwandler verzaubert. Ich habe ihm gesagt, er soll es bleiben lassen. Es tut mir wirklich leid. Doch Schleim wollte auch ein Mensch werden. Aufgrund meines Alters weiß ich mehr über die Menschen als Klim. Du musst wirklich wieder zurück zu deinem menschlichen Ich zurück. Oder täusche ich mich? Ja, ja, ja. Aber nicht einmal ich kann dich so einfach wiederherstellen. Das musst du schon selbst lösen, ja? Ich verstehe. Ich gebe dir eine Chance. Da ist ein Zauber, an dem ich arbeite. Wenn du ihn mit deinem Verstand besiegen kannst, verwandle ich dich wieder in ein normales Selbst zurück. Geh ins Zimmer nebenan und folge den Anweisungen des Spiegels. So, jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, was man hier machen musste. Es hat bereits begonnen, oder benötigst du eine Erklärung? Ja, bitte. Der Vogel frisst die Raupe frisst die Blume, der Vogel frisst die Blume nicht. Solange du auf dem Teppich bist, wird das nicht passieren. Du musst das aber bedenken, wenn du sie alle drei über den roten Teppich bringst. Nochmal. Also, der Vogel frisst die Raupe. Die Raupe frisst die Blume. Der Vogel frisst die Blume nicht. Mal ausprobieren. Also der Vogel nicht geschafft. Verlier aber nicht den Mut. So, also zuerst die Raupe. Müssen wir, glaube ich, die Raupe wieder zurücknehmen. Den Vogel und jetzt die Raupe. Genau. Du hast es geschafft. Ich halte mein Wort. Folge mir nach nebenan. Endlich bin ich von diesem Experiment befreit. Jetzt kann ich mich entspannen. Raupe, du bist ganz schön schlau. Ich dachte, es wäre zu schwierig für dich. Ich achte dich. Sind alle Menschen so schlau wie du? Blume, ich bin eine Blume. Ich hasse dieses Experiment wirklich. So ein Experiment mache ich nie mehr. Folge mir nach nebenan. Ach so. Du hast es geschafft. Gar nicht schlecht für so ein kleines Kind. Hm? Gut, ich verwandle dich wieder in dein normales Selbst zurück. Abracadabra, ja! Ich habe mein Wort gehalten, jetzt bist du wieder dein normales menschliches Selbst. Deine Mühe hat sich... Was? Du hast nebenan was gehört? Raupe. Hey, warte, meine Arbeit ist getan und ich kann dir vielleicht nicht helfen, aber ich mag dich so sehr, vielleicht könnte ich dein Freund werden. Die Raupe schließt sich der Gruppe an. Ja, die brauchen wir später. Die in ihrer jetzigen Form bringt die uns nichts. Ich kann gar nichts, ignoriere mich einfach. Die wird zum Schmetterling später und kann dann ziemlich coole Sachen machen. Ja, damit haben wir hier eigentlich alles erledigt. Schleimhaus müssen wir nicht zurück, weil wir jetzt jetzt als Menschen nicht mehr reinkommen. Die Schalter bringen, glaube ich, auch nichts. Das heißt, wir gehen einfach mal hier weiter. So, und jetzt kommt der für mich blödeste Level irgendwie, die Kamelienwüste. Kann ich nicht leiden, diesen Level. Der ist irgendwie ziemlich ätzend, finde ich. Und ich suche auch jedes Mal den Weg. Das kommt auch noch hinzu. Wir müssen hier ein Dorf finden erstmal.
Gott, wie war das denn hier? Müssten wir die... Steine so miteinander verbinden, dass man quasi durch das Aktivieren des roten Schalters durch das Aktivieren des roten Schalters quasi dann die hier den Felsen öffnet. Schieberätsel hier. Hä? Ich dachte, man muss sie zusammen machen. Ach so, man kann die hier. Ja, verstehe. Ja. Dann müssen wir leider nochmal auf dem Screen raus. Und nochmal zurückkehren. Ist natürlich doof Wurm, glaube ich, wieder da. Dann müssen wir. Ja, kommt natürlich auch genau da, wo wir stehen, ist logisch. Dann müssen wir das Ganze anders machen. Dann muss der rote Stein natürlich hier dran. Dafür. Ja, können wir den nicht hoch machen. Den runter. Im Prinzip genau wie eben. So. Jawohl. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir müssen hier unten lang. Oder auch nicht. Ja, auch das ist echt nervig hier. Ja, fantastisch. Ja. Oh, Kinder, das ist gar nicht euer Ernst sein. Ja, ihr müsst hier so ein bisschen Schwung nehmen mit links und rechts. So. Ja. Arte. Schleichwerbung für Arte. Ja, die halten auch einiges aus hier, die Kollegen. Ja, ich habe es verstanden. Apfel. Sehr schön. Sollte es hier etwa noch mehr Äpfel? Oh, na, alles Äpfel. Das ist eine Goldgrube. Fantastisch. So. Dann müssten wir doch woanders lang. Wenn es hier unten nicht lang geht, vielleicht hier oben. Ich habe echt keine Ahnung. Ja, dann geht es hier oben lang irgendwie. Mal weiter. Ich hasse diesen Level. Ich hasse ihn wirklich. Ja, genau. Ja, fantastisch. Ja, genau. Roll doch einfach in alle rein. Fantastisch. Oh, komm schon. Ich hab
den als Kind schon gehasst, den Level. Ganz schlimm. So ein nerviges Spielprinzip. Also wenn das ab und zu hier mal gewesen wäre, dass mir auf diesen Dingern rumrutschen muss, okay, aber dieses ständige... Ja... Nervig. Wir sind gleich tot. Ja, komm, schlag halt. Zieh mir jetzt einen Apfel? Nee. Natürlich nicht. Oh ja, Stacheln, fantastisch. So. Unsere Wurfkünste beweisen, sozusagen. Oh ja, da oben ist noch ein... Aber ich glaube, da kommen wir auch gar nicht dran, oder? Ist so ein bisschen erhöht. Ja, sehr schön. Da speichern wir doch auch direkt mal das Spiel ab. So, das hat... Das hat sich ja jetzt mal gelohnt. Aber wir sind keinen Schritt weiter auf der Suche nach unserem Dorf, glaube ich. Nee. Das muss hier hinten sein. Oh, alles nochmal. Oh. Habe ich erwähnt, dass ich diesen Level hasse? Sicher, dass der hier in dem rechten Screen war, der. Das Dorf. Ja, wir versuchen das auch noch. Ich fürchte nur, wir müssen dann bis zu diesem komischen Gerutsche zurück. Hier oben? Geht's hier oben weiter? Nein, hier oben geht's nicht weiter. Geht's hier oben weiter? Nein. Geht's auch nicht weiter. Also muss es eigentlich hier weitergehen. Weitergegangen. Das ist, glaube ich, der richtige Weg hier. Ja. So. Links weiter und müssen jetzt hier so weit alles zusammenschieben, dass das eine Reihe ergibt. Das hat jetzt aber doch wahrscheinlich nicht funktioniert. So. Den
hier rein. Und dann könnte das funktionieren. Oh. Nein, tut es nicht. Dann ist das nicht der Weg, wie wir diese Stelle hier lösen können. Sven, du bist ja auch total bescheuert. Ich kann einfach den Stein runterschieben. So, aber den muss man irgendwo hinschieben. Das weiß ich noch. Ja, und zwar da. Jetzt kommt nämlich die verschärfte Variante mit Stacheln hier in dem Ding. Das ist auch super. Tja, oben oder unten? Ja, das war schon mal gut. Das sieht gut aus. Hier ist das Dorf. Ja, wir haben es geschafft. Ich glaube es nicht. So, und hier müssen wir in diesem Dino sprechen. Dinosaurier, ich habe diese Wüste noch nie verlassen. Macht es Spaß, in der Außenwelt zu leben? Das Leben hier ist in Ordnung, doch ich habe nicht den Mut zum Fortgehen. Was soll ich tun? Mit mir kommen. Achso, der sagt wieder das Gleiche. Ja, also den brauchen wir auf jeden Fall später. Aber wahrscheinlich müssen wir doch erst den Turm von Babel jetzt machen. Dieser Dinosaurier. Ich bat ihn, mir beim Überqueren der Meere zu helfen, doch er hat Angst. Er hat zwar einen riesigen Körper, aber Mut hat er keinen. Ja, wenn ihr euch erinnert, auf der Landkarte eben, an der Wüste, gab es links auch einen riesigen See. Und genau dafür brauchen wir den unter anderem. Die Menschen haben versucht, den Turm von Babel zu bauen, damit sie den Himmel erreichen können. Doch der Bau wurde eingestellt, bevor der Turm fertig war. Ich frage mich, was da wohl passiert ist. Ja, ist ja auch ein biblischer Bezug hier mit dem Turmbau zu Babel. So, diese Fledermaus hier ist neu. Ich bin eine Fledermaus, kann dir eine Zeit lang Schutz vor schweren Angriffen gewähren. Ich habe es eigentlich noch nie gebraucht. Ich lasse jetzt auch mal hier. Achso, und das Ei, hatten wir das schon erklärt, was das macht? Ich bin eine Eierbombe, ich kann mich selbst zünden und kein Gegner in der Nähe Schaden zufügen. Das funktioniert aber nur einmal, möchtest du mich bieten? Warum eigentlich auch nicht? Vielleicht beim nächsten Mal. Ne, das ist schon vorher eigentlich auch so. Das Wichtigste ist, wie gesagt, hier die Katze. Ich bin Tapir, das ist die Chamäleon-Wüste. Sie steckt voller trauriger Träume. Ja, das ist durchaus so. Ja, dann müssen wir jetzt einen Ausweg aus der Wüste noch suchen. Und ich würde sagen, dann laufen wir noch schnell zum Turm von Babel. Und dann wäre es das für heute mit dieser Aufnahmesession. Genau, der ist nämlich hier rechts, der Turm von Babel. Ich glaube aber, ich weiß nicht mehr, wie lang der war. Wir versuchen es gerade mal noch. Nur mal eben schnell probieren. Achso, ja, mit denen können wir es natürlich eigentlich unterhalten. Und genau, das war nämlich hier nochmal ein Gegner, glaube ich, jetzt. Genau, das in diesem Herz. Roxy, hey du, klettere nicht an mir wie an einem Seil hoch. So, immer wenn das Herz hier frei steht, dann können wir es treffen. Dann muss man im Prinzip seinen Angriffen ausweichen. Ganz gut Energie ab hier, sehe ich gerade. Das wird ein langer Kampf. Ja, jetzt kommt die Katze zum Einsatz, ja?
schwebt er hier als Engelchen empor. Ja, und das ist das Gemeine, dass diese Hand hier auch immer noch rumfliegt dann, ne? Meine Unterarme weg Angriff macht, geht er eigentlich. Ja, sehr schön, nochmal. Ja, komm, zwei Treffer, das werden wir noch schaffen. Gut. Und einen letzten noch. Das war knapp. Nein! Nochmal auf. Na komm. Boah, dieser Angriff ist super nervig. In welche Richtung ich gehen soll. Na komm, mach noch einmal deinen. Ja, das ist jetzt hinter dir. Zack. Du hast mich geschlagen, doch du kommst nie mehr nach oben. Ja, da kommen wir später noch hin. Der maximale Gesundheitspunktestand von Rico hat sich erhöht. So, jetzt mal wieder runter. Hey Rico, wenn du hoch möchtest, solltest du nach Schloss Eisberg gehen, meiner Heimatstadt. Sie liegt südlich auf der anderen Seite des Meeres. Dort kannst du eine Pflanze finden, die schnell wächst. Mit mir kommst du hoch. Ja, aber um dahin zu kommen, brauchen wir den Dino. Deswegen gehen wir jetzt nochmal zum Dino. Ich glaube, jetzt bleibt erstmal. Ah, ne, doch nicht. Das ist später. Die Raupe wird sich hier nämlich dann an die Wand hängen, am Turm von Babel und zum Schmetterling werden. Um das schon mal zu spoilern. Gott sei Dank geht es hier relativ schnell in die Stadt. Achso, jetzt kaufen wir erstmal schnell die Katze nochmal ein. Genau. Also die ist wirklich Gold wert. Die sollte man echt mitnehmen. Vor allem, weil sie halt auch echt günstig ist mit 50 Mali. So. Theoretisch müsste sie jetzt mit uns kommen. Du möchtest, dass ich das Meer überquere? Das kann ich nicht. Ich habe noch nie so etwas getan. Pingi, du lebst. Dann lebst du also weiterhin hier und bist bis an dein Lebensende deprimiert? Wartet, ich komme mit. Ich möchte nicht so deprimiert leben. Ich weiß nicht, ob ich das Meer überqueren kann, doch ich werde es versuchen. Ich weiß es erst, wenn ich es ausprobiert habe, nicht wahr? Der Dinosaurier schließt sich dir an. Ja, und das ist eine richtig coole Sache. Wenn wir den nämlich jetzt aktivieren, dann reiten wir hier auf dem Dinosaurier rum. Das ist richtig geil gemacht. Den brauchen wir auch auf jeden Fall später. Generell der letzte Level wird sehr, sehr cool am Ende, weil wir da im Prinzip die Fähigkeiten von allen Tieren nochmal kombinieren müssen, verwenden müssen, immer um durch den ganzen Dungeon durchzukommen. Schon sehr geil. Ja, das heißt, der nächste Stopp ist die Eiswelt, um die Pflanze zu finden. Und jetzt seht ihr, ist der Weg hier frei. Zur Schloss Eisig, wo wir mit dem Dino hin sind. Ja, dann speichern wir hier ab an der Stelle
Und dann wäre es das für diese Aufnahmesession und wir sehen uns bei der nächsten wieder, wenn es weitergeht mit Soleil. Bis dann. Ciao, ciao.